normal hörende Menschen könnten ebenso viel zu einer guten Kommunikation beitragen. Im Umgang mit Schwerhörigen geht üblicherweise nämlich so manches daneben. Einige wichtige Regeln lauten: Sprechen Sie nicht, ohne den Blickkontakt zu suchen, sonst erschweren Sie das Verständnis erheblich. Sprechen Sie nicht laut, schreien Sie nicht, wenn etwas unverstanden bleibt. Zu lautes Sprechen kann belastend wirken, umso mehr, wenn es störende Nebengeräusche gibt. Der Schwerhörige hört ja nicht leise, sondern er hört bestimmte Frequenzen nicht. Versuchen Sie nicht laut, sondern deutlich zu sprechen. Verwechseln Sie Schwerhörigkeit nicht mit Dummheit. Ein vermindertes Hörvermögen ist eine Behinderung, hat aber nichts mit der Intelligenz eines Menschen zu tun. Und fördern Sie durch verständnisloses Verhalten nicht die Ghetto-Situation, in der sich Schwerhörige oft befinden.